Ja, wir sind immer noch gedanklich beim Thema Vorsorgevollmacht und kommen nun zu dem Thema Betreuungsverfügung als ein so standardmäßig enthaltener Baustein in dem Thema Vorsorgevollmacht, wenn Sie die beim Notar machen. Standardmäßig enthaltener Baustein, das läuft immer so ein bisschen nebenher und verdient eigentlich mehr Beachtung, als das im Regelfall kriegt. Ich hatte, wenn Sie das vielleicht gesehen haben, bei dem Thema rechtsgeschäftliche Vollmacht, also in Vollmacht in vermögensrechtlichen Angelegenheiten schon gesagt, es gibt da noch so einen Ausweg, wenn man nicht damit leben kann, dass jemand mit einer Generalvollmacht durch die Gegend läuft, beziehungsweise schlichtweg ich keinen habe, dem ich eine solche weitreichende Vollmacht erteilen würde. Das Gesetz sieht vor, dass jeder Einzelne bestimmen kann, dass für den Fall, dass er in den Zustand der Betreuungsbedürftigkeit verfallen sollte, er festlegen kann in gesunden Zeiten, wer sein Betreuer werden soll. Das ist also im Grunde genommen von der Denkrichtung ganz ähnlich wie die Bevollmächtigung, also dass ich mir einen Vorsorgebevollmächtigten aussuche, so kann ich mir auch einen Betreuer zu gesunden Zeiten aussuchen. Allerdings mit der Maßgabe, dass das Gericht prüft, ob die Person dann, wenn der Ernstfall eintreten sollte, tatsächlich geeignet ist. Erste Schranke, zweite Schranke. Natürlich muss der das dann auch mitmachen und das Amt annehmen, weil ich keinen zwingen kann, gegen seinen Willen mein Betreuer zu werden, was übrigens auch nicht sinnvoll wäre. Diese beiden Schranken bestehen also tatsächlich. Insofern ist das schon der erste Unterschied zu dem Thema Bevollmächtigung, weil Bevollmächtigen, da muss ich eben nur im Grunde das Einverständnis der anderen Person haben, aber es gibt keine staatliche Kontrolle, ob das nun sinnvoll ist, dass ich gerade den bevollmächtige oder nicht, sondern das ist meine freie persönliche Entscheidung, ob ich das nun mache oder nicht. Anders eben die Betreuungsverfügung, das Gericht muss zu der Überzeugung gelangen, dass derjenige, der da ausgesucht wurde, das nachher auch hinbekommt. Das wird meistenteils kein großes Hindernis sein, es sei denn, bei der Person ist irgendwas los, die ist selber zu alt oder zu krank oder irgendwas. Aber so vom Grundsatz her können wir mal davon ausgehen, dass das Gericht der Entscheidung Folge leisten wird. Es bedarf also bei der Betreuungsverfügung, und das ist der entscheidende Punkt, eines weiteren gerichtlichen Aktes, nämlich die Betreuerbestellung muss vorgenommen werden. Der wird dann also nicht einfach so wie der Bevollmächtigte Kraft meiner Entscheidung mit der Rechtsmacht verliehen, sondern der wird tatsächlich aufgrund hoheitlichen Aktes, nämlich dem Beschluss des Betreuungsgerichtes, wird der erst als Betreuer eingesetzt. Bevor der Beschluss nicht da ist, kann der also nichts machen. Da haben wir also überhaupt nichts gekonnt. Erst mit dem ausdrücklichen Beschluss der Einsetzung als Betreuer durch das Gericht bekommt er dann dieses Amt. Und dann hat er eben auch ein Amt. Und wie das so mit dem Amt ist, der ist dann eben Betreuer und hängt dann auch in diesem ganzen bürokratischen Gefüge drin. Das heißt, er muss gegenüber dem Betreuungsgericht Rechenschaft ablegen. Er braucht für manche Rechtsgeschäfte, und das sind in erster Linie eben Grundstücksgeschäfte, braucht er die gerichtliche Genehmigung, was dann diese Verfahren in der Regel verzögert und unnütz Hindernisse aufbaut, sage ich jetzt mal an der Stelle, wenn wir so ein bisschen den Unterschied im Kopf behalten wollen zu dem Bevollmächtigten. Der Bevollmächtigte ist also immer der Luxus, der Betreuer ist immer auch der, den ich mir persönlich ausgesucht habe, eben aufgrund seiner beschränkten Handlungsfreiheit ist der immer so die zweite Wahl. Nichtsdestotrotz, er ist aber immerhin mal eine Auswahl. Das heißt, wir kommen also, wenn wir nochmal in die Situation zurückgehen, dass wir sagen, wir haben jetzt gerade keinen, dem wir eine Vollmacht erteilen wollen oder können, dann heißt das immer noch nicht, dass ich also mich hilflos darauf verlassen muss, wer mir als Betreuer zugeordnet wird, wenn ich dann irgendwann tatsächlich in so eine Betreuungssituation geraten sollte. Das ist eben der Vorteil der Betreuungsverfügung und darum ist das für mich immer so ein Auffangtatbestand. Wenn ich also sage oder zu dem Ergebnis gelange, ich will für bestimmte Aspekte des rechtsgeschäftlichen Lebens keine Vollmacht erteilen oder ich will ihm gar keine Vollmacht erteilen, dann bleibt immer noch offen, haben Sie nicht jemanden, der wenigstens als Betreuer bestellt werden soll, wenn Sie eben entsprechende Schwierigkeiten bekommen sollten, der dann auch vom Gericht kontrolliert wird und der vor allen Dingen eben erst dann Rechtsmacht erlangt, durch diesen Beschluss zur Betreuerbestellung.
Wenn das wirklich so weit ist, dass Sie sich wirklich nicht mehr helfen können, weil das Gericht das ja als erste Voraussetzung prüft, ob eine Betreuerbestellung überhaupt erforderlich ist. Das ist also immer so für mich der Auffangtatbestand. Deswegen kann man auch diese, wie gesagt, immer so ein bisschen vernachlässigte Situation, weil immer alle nur auf diese Vollmachtserteilung geiern. Man kann das, wie gesagt, dann als Auffangtatbestand sehr gut nutzen, muss einfach nur wissen, dass es das gibt. Und so ein Stück weit ist das dann die Lösung eben, wenn ich keine Vertrauensperson in meinem Umfeld habe, die aus meiner Sicht eben sofort eine Vollmacht erhalten kann. Bitte dran denken, bitte mitmachen und ein bisschen sinnvoll ausfüllen, auch vielleicht mal so unter dem Aspekt betrachten, wenn mir mein Bevollmächtigter oder meine Bevollmächtigten zusammen ausfallen, wen kann ich dann ersatzweise, daran hapert es nämlich sehr oft, dass das bedacht wird, wen kann ich denn ersatzweise sozusagen noch nehmen, der dann eben unter staatlicher Kontrolle mein Betreuer werden soll? Bitte als zusätzliches Instrument bei dem ganzen Werkzeug, was wir da zur Verfügung haben, mit bedenken und mit berücksichtigen. Dieser Bericht wurde Ihnen präsentiert von der Kanzlei Lotz und Schmidt, Ihr Rechtsanwalt und Notarteam in Norderstedt. Weitere Berichte und Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website www.b2b-wirtschaft.de.